Hallöchen Leute, bin ich wieder, Conny von Paniku Centuri mit einer neuen Aufnahme von Stronghold Crusader 1 in HD. Mit Kapitel 5, das arabische Abenteuer, Mai 1141 nach Christi, Spielstart. Wir sind ein menschlicher Fürst mit 4000 Gold und sind gegen die Computerfürsten, haben 2000 Gold und wir machen alleine gegen drei Schlangen. Da sage ich einfach nur, sau geil. Ach, die fehlen auch bei Crusader 2. Spielstart. Wie man schon gerade gehört hat, ich bin nicht alleine. Ich habe sowas im TS, das nennt sich Keys. Ja, aber ich bin gerade wieder kurz auf Mana TS. Okay. So Leute, wir müssen hier mal schauen. Es gibt... nicht sehr viel Grün für uns. Eigentlich gar kein Grün. Okay, Leute. Das wird ein schweres Level. Wir haben 4000 Gold. Startguthaben. Dann würde ich sagen, müssen wir das auch nutzen. So, Gott, das Teil ist leider nicht gefüllt. Das ist eigentlich schade. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, da bauen wir dort schon mal einen Turm. Der Turm muss nämlich unsere Farmen beschützen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh Mann, Leute, das wird ein richtig schweres Level. Weil die Schlange ist, wie soll ich sagen? Eure böse. Befehle? Rücken aus! Sind auf dem Weg! Die ist nämlich ganz böse. So, wir haben mal unten Stein. Eisen ist auf der anderen Seite. Okay, dann bauen wir aber gerade noch einen Steinbruch. Machen wir direkt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Gut, gut, gut. Ist kein Problem. Wir machen einen Pfeilmacher. Komm, wir bauen noch einen zweiten Pfeilmacher. Brauchen wir uns ein Holz. Und kaufen natürlich nochmal 5 Bögen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Okay. Wie viel Stein haben wir denn noch? 22. Das heißt, wir können noch hier einen Turm hinbauen. Ja. Na komm. In Bewegung. Rücken aus. So. Schauen wir da noch einen Turm. Gut, der beschützt uns auch noch ein bisschen. Das Eisen, auf das müssen wir jetzt im Moment gerade kurz mal verzichten. Wir sehen, die Schlangen sind... Die benutzen alles. Die benutzen, ja nicht alles, aber die benutzen Steinschleuderer, wie man hier sieht. Die benutzen Bogenschützen und sie benutzen Speerträger, die hier, wie man hier sieht. Und was sie natürlich auch noch benutzen, was richtig Müll ist. Sklaven. Sklaven. Und wer weiß, was Sklaven machen? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Sie fackeln alles ab. Und das ist das Problem bei der Sache. Weil wenn der nette Herr mir jetzt gleich blöde kommt, fackelt er mir alles ab. Beziehungsweise macht er es hier gleich mit seinem Möchtegern-Schwer. Bin zur Stelle. Sein Möchtegern-Hu. Bogenschützen. Da alles mir kaputt hier. Sind auf dem Weg. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Das heißt, wir nutzen unseren Goldvorteil total aus. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Und werden hier schön was bauen. Mein Herr? Stopp. Okay, meine ganzen Bogenschützen werden da jetzt einfach mal alle sterben scheinbar. Weil die ja noch weniger Damage machen als wie in Teil 2. Habe ich eigentlich gar überfallen. Nicht so in Ordnung. Erinnerung gehabt. Bin zur Stelle. Okay. Warum nicht, ne? Wir benötigen Steine. Da kommt eine Steinkuh.
Ah, ich will ranzoomen. Kann aber nicht ranzoomen. Das ist krass. Ah, ja. Ey, der sammelt Stein. Okay, das wollte ich eigentlich. Ich will gleich gucken, wie viel Stein dort ist, aber... Sorry. Okay. Wollte ich wissen, dass da noch genügend Stein ist für ein zweites Ochsenjoch. So, wir brauchen Bogenschützen, ganz viele Bogenschützen. Das wird gegen die Schlange sind eigentlich Bogenschützen, ja, die reichen eigentlich theoretischerweise. Weil der greift mit keinen, der greift nicht mit Schwertkämpfern oder sowas an, der greift immer nur zu Norden. Wir benötigen Holz. Steinbruch, okay, hab ich schon gar nicht gesehen. Ja. Aber wie gesagt, der greift eigentlich hauptsächlich mit Schwerträgern, der greift mit Schwertkämpfern oder sowas an. Deswegen reichen da ohne Probleme Bogenschützen. Armbrustschützen brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Bin zur es Stelle. Werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Wir werden dann mal gerade hier noch einen... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir werden dann gerade hier ein Türmchen hinstellen. Und da noch schnell eine Leiter dran. Eine Treppe. Oder mein Herr? So, gut. Eure Befehle? So, und die... Der Turm muss da jetzt für sorgen, dass die meine Eisenminen nicht abfackeln. Der beschützt mich und da bauen wir jetzt auch gleich noch einen zweiten Turm hin. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stein. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Also ich schätze mal, dass hier das der Hauptziel sein wird von dem netten Herrn. Netten Herren. Oh, guck ich das an. Aber die Schlange, die baut keine gute Defense, also von daher... Die Schlange anzugreifen wird kein Problem sein. Man muss halt nur am Anfang die Aushalt. Guckt euch das mal an, ey. Ich brauche noch einen Holzfäller. Und noch hier oben einer hin. Bin zur Stelle. Dann baue ich hier noch. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. So, kommen wir mal 35. Dann bauen wir hier noch so einen hin. Von denen kann man nämlich nie genug haben. Kann ich die Minimap nicht größer machen? Nein, kann ich leider nicht größer machen. Schade. Und das ist eigentlich auch schade, dass die abschießen können. Oh, das ist eigentlich schade. Oh Mann, ey. Wie heißt der Earl? Doubleton Goo. Und ein verzeiht mir, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, weil es ist 2:30 nachts und ich hatte anfangs eigentlich nicht vor aufzunehmen. Wurde dann mehr oder weniger dazu. Wir benötigen ja, Steine. Da ich ja hier die Projektbohrer habe, bin ich ja mehr oder weniger darum, dass ich schon verpflichtet. Weil es geht darum. Ja. Ein weiter Weg. Wir haben ja gesagt, dass ich jeden Tag Bogenschützen bereit. Stronghold-Videos freigeben will und allen möglichen. Also bin mindestens so eins hier Waffen und ich habe ein bisschen verpeilt. Mein Bogen ist euer. Das ist schon leer ist, also schon fertig ist, schon nichts mehr da ist. Das hatte ich ein bisschen verpeilt gehabt und deswegen. Ja, muss ich jetzt um nachts um die 1:30 nochmal aufnehmen und ja, ne? Das sieht man dann jetzt hier, was halt daraus passiert. Und ich kenne zwar, wie gesagt, alle Level, ich habe die Kampagne schon mehrmals durchgespielt. Aber ist natürlich schon ein bisschen her. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es trotzdem reichen wird. Ich probiere nochmal schnell in den Obstgarten, bevor der meint, hier noch alles zuzubauen, der komische Typ wieder. Brauchen wir noch einen Steinbruch. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, es werden Rekruten benötigt. Es gibt nur noch einen Bauer, da gibt es überhaupt einen Bauer. Nee, es gibt einen Tüchtigkeitbauer.
Bäume eben noch ein paar. So, ich bin überlegen. Warum laufen die eigentlich nicht hier? Wir werden überfallen. Langen? Ey. Wie kommen die denn da durch? Das sind 10 Bogenschützen, ey. Was denn? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Jeder, da, huh? Wollen das? Das ist wahre Macht. Könnte ich aber auch noch einen Turm stellen. Danke, danke, dass er mich schon mal darauf vorbereitet hat. Stehe ich da noch einen Turm? Kloppt da noch so ein Mauerteil dran und dann werde ich dort einmal die Wahl. Mein Herr? Hier, also. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Rücken aus. Die Treppe dann machen. So Leute, woran könnte ich mal erzählen? Und zwar, wir haben ja heute, beziehungsweise wir hatten gestern, es werden Waffen benötigt den, den Tag, wir hatten Freitag, jetzt ist Samstag, Samstagmorgen, wir hatten gestern Freitag. Bin zur Stelle. Und da waren, das war ja, ist ja der Feiertag gewesen, der Volkstrauertag. Oder Allerheiligen. Nee, nicht Allerheiligen, ich meine es war Volkstrauertag. Und naja, es geht auf jeden Fall darum, dass wir waren weg. Und zwar waren wir im schönen Saarland Richtung, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der See heißt. Der Dominik könnte es, glaube ich, könnte mir sagen, aber der ist ja gerade auf einem anderen Pers. Fällt echt nicht der Name ein, ja. Wie hieß der nochmal? Ich weiß echt nicht, wie der See heißt. Tut mir echt leid. Wir werden überfallen. Aber ich glaube, da können wir noch gerade so. Auf jeden Fall waren wir da. Ist ein recht kleiner See. Und da sind wir schön lang gelaufen. Und hier der Vater von Dominik. Der ist vorausgefahren. Schön um die Kurve bei dem einen Dorf. Und immer weitergefahren und weitergefahren. Und wir haben sie nicht mehr gesehen. Da kam der Parkplatz. Wir haben sie nicht mehr gesehen, weil eine Kurve war. Gut, und wir sind dann auf den Parkplatz gefahren und irgendwann kamen die dann zurück und haben gemeint, wir sind am Parkplatz vorbeigefahren, das war echt lustig. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und ich muss echt sagen wir, wir sind mal schön um den See gewandert, also es war so ein kleiner Rundweg. Ja. Also ich muss sagen, ich persönlich fand, ich fand es eigentlich nicht schlecht, fand eigentlich ganz schön. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Aber halt, Bogenschützen fand's bereit. Bis hier wenig. Ein weiter Weg. Also das, was sie da gemacht haben, war echt schwach, kann man schon sagen, weil. Oh, ich weiß nicht, das war einfach nicht so. Nicht so der. Mein Bogen ist euer. Nicht so der Oberburner, weil das war. Der See ist zwar recht klein gewesen, aber da können die ja nichts dran ändern. Oh Gott, darf. Los. Und. Bin zur Stelle. Auf jeden Fall war da relativ viel. Uns ist. Dem Ort ist eigentlich so gut wie kein Kaffee gewesen. Also in der Nähe von dem. Eure Befehle? Das ist echt bin zur Strom. Stelle. Sind auf dem Weg. Zwei. Ist kein Kaffee gewesen. Bin zur Stelle. Obwohl da so viele Omis waren, die haben am See selber, da war so, wie soll man sagen, so Fressbude. Da konnte man sich so hinsetzen. Und da saßen natürlich alle Omis und Opis und was weiß ich was. Ich schätze mal, der Altersdurchschnitt, der war da auch, 65 plus hier. Meine Güte, da habe ich auch nur gedacht, wow. Wo bin ich hier hingeraten? Bin zur Stelle. Und, leider Gott. Wir benötigen Steine. Ja, das war halt die Sonderausflug. Ihr müsst euch vorstellen, am Feiertag, jede Omi und Opi, die in der Nähe dort waren, die sind natürlich dort hingegangen, um den See zu laufen, beziehungsweise um hauptsächlich was zu frissen. Ja. Entschuldigung, aber. Bogenschützen bereit. Welche Omi macht das nicht? Welche Opis sonntags raus, Cabby an, Auto gesetzt und dann erstmal. Oh nein, nix abfackeln. Der Schlange. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Okay, ihr habt gehört, die Schlange will
Escher. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Welche waren das? Die gelbe. Die gelbe, die steht hier. Steht hier schon bereit. Okay. Wir haben hier noch einen Holzfäller, der beschützt uns. Ihr seht, das ist ein Angreif. Ach, genau. Schlange benutzt ihr noch. Hier Leiterträger, die gibt es ja in Teil. Ich sehe der zwei gar nicht mehr. Leiterträger, aber ich meine. Eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen.